Hallo ihr Lieben, das ist eure Kocheule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt habe ich für euch heute wieder mal Neuigkeiten. Ich meine, die Neuigkeiten sind schon ein bisschen älter, also es ist bei euch schon angekommen. Mit dem neuen Jahr hat es jetzt auch eine neue Aktion gestartet, und zwar eben mit dem Gemüsestyler von Vorwerk, der ja jetzt zumindest mal mit dem Thermomix in Kombination zu erwerben ist. Im späteren Verlauf irgendwann dann natürlich auch für die Bestandskunden. Jetzt möchte ich euch kurz zeigen, was Neues an eurem TM6. Und zwar wirklich begrenzt auf dem TM6 gibt es wieder neue Modi. Und zwar diesmal wieder zwei. Und zwar gibt es Reiben und Schneiden. Das hat eben jetzt mit dem Gemüsestyler zu tun. Jeder, der ihn vielleicht schon mal gesehen hat, jetzt hat in Videos, die ja schon rumkursieren, oder vielleicht bei der Beraterin schon mal eine Vorstellung sehen durfte, der weiß, worum es sich jetzt handelt. Alle anderen erfahren es jetzt von mir. Genau, ihr habt es ja im Prinzip, ihr seht da jetzt den Einsatz vom Gemüsestyler bei mir im Topf. Ein genaues Video zum Styler wird selbst kommen, mit einfach wirklich meiner ehrlichen Meinung wieder dazu und einer Vorführung, wo ihr ein bisschen was seht dazu. Da will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Aber ihr seht ja, auf den Scheiben sieht man da, was der kann. Der kann im normalen Rechtslauf, egal ob jetzt Scheiben oder Raspeln, kann er einmal im normalen Lauf, macht er dickere Scheiben oder Raspeln, und im Linkslauf macht er dann jeweils das gleiche in dünn. Und um jetzt euch das Ganze als TM6-Benutzer zu erleichtern, wurden auch diese Modi eben auf euren TM6 gespielt. Aber für alle TM5-Besitzer, die können die ganzen Informationen der Scheibe entnehmen. Ihr habt den Vorteil, ihr geht rein, wählt euren Modus aus, zum Beispiel Reiben, und könnt euch dann eine kurze Beschreibung, wie man einsetzt, auf was man achten sollte etc. Die Infos einfach immer dazu. Setzt dann die Scheibe dementsprechend ein, immer das, was ihr wollt, nach oben. Das heißt, sagen wir jetzt in dem Fall, wir würden reiben wollen, und ich setze mir das Ganze dann auf. Und dann aktiviert ihr einfach, ob ihr jetzt dünn wollt oder dick, und er macht es für euch automatisch. Und somit braucht ihr einfach nicht jetzt überlegen, wie mache ich es, Stufe 4 oder links oder rechts, möchte eigentlich dick, wie muss ich jetzt da? Das heißt, ihr habt den Vorteil, dass es diesen Modus gibt und ihr den einfach aktiviert. Ihr kennt dieses Aktivieren vom Eierkochen, wo ihr einfach eure gewünschte euer gewünschtes Ergebnis wählt, wie weiches Ei, hart gekocht etc. Oder beim Vorspülmodus, da haben wir auch diese Räder, diese Wähler, wo es gibt eben Kurzspülprogramm, Teig, Basis, Reinigung Plus. Und so funktioniert das da auch. Ich zeige euch das jetzt einfach mal kurz, nur dass ihr das seht, wie das sich dann so anhört und wie es ausschaut. Gehen wir jetzt auf dicke Scheiben, dickes Raspeln, Reiben, und es geht los. Und er startet uns und macht einfach, ihr seht, die Scheibe dreht sich, in dem Fall für dickes Reiben im normalen Rechtslauf, würde jetzt auf dünn umschwenken, dreht sie die Scheibe, er hat gewechselt, das hat man gehört, einfach in die andere Richtung, genau. Und so könnt ihr einfach drauf losstarten, wenn ihr fertig seid, einfach abbrechen und los geht's. Wenn ihr dann sagt, ihr wollt eben zum Beispiel das andere ausprobieren, also ihr wollt jetzt halt nicht reiben, sondern schneiden, habt ihr da im Endeffekt wieder eine kurze Beschreibung, wie und was und wo, setzt auf und aktiviert es wieder dünn oder dick, und dementsprechend wird dieser Modus euch dann die Scheibe so drehen, wie es für euer Ergebnis notwendig ist. Das sind jetzt einfach zwei neue Modi, jetzt eine kurze Sache auch dazu, weil einfach auch natürlich, ich weiß, es haben einige auch jetzt den Wunderslicer von Wundermix, also da könnt ihr euch gern auch schon ein Video ansehen. Es ist auch ein Vergleichsvideo geplant, einfach wo man auch auf das Wert legt, wie die Scheiben und die Raspeln sich unterscheiden in den Geräten etc. Aber das werdet ihr früh genug dann auch mitbekommen. Aber nur, weil ich weiß, es haben eben sehr viele schon den Slicer, weil der einfach auch vorher schon am Markt war. Und jetzt sagen dann einfach viele, okay, ich brauche eigentlich die Modi gar nicht, weil man kann diese Modi nicht für den Wunderslicer nutzen.
Also keine, auf keinen Fall, das ist jetzt nicht möglich, macht auch das bitte nicht. Und wenn ihr dann sagt, ich brauche die Modi gar nicht, weil ich nehme es nicht her, ich habe den nicht, ich werde ihn auch nicht haben. Also es gibt ja viele, die wollen weder den einen noch den anderen. Und euch stören die, dann geht es einfach da nochmal auf die drei Punkte und dazu eure Ansicht bearbeiten. Und dann könnt ihr zum Beispiel reiben, ausblenden und auch das Schneiden zum Beispiel ausblenden, speichern. Und dann sind sie aus dieser Auflistung weg. Ich habe mir zum Beispiel auch meinen Bereich wieder neu angeordnet, weil für mich muss am Anfang die Waage sein, dann brauche ich Teigkneten, Turbo vorspülen. So kehrt das für mich und nicht anders. Und ihr könnt euch so eure Ansicht am Display einfach genau selber einstellen. Ich habe da ein Video mal direkt zum Display gemacht, was ihr da alles könnt und was da alles so möglich ist, was es alles beinhaltet. Vielleicht schaut ihr da einfach mal vorbei, falls das noch wen interessiert, der noch nicht so viel Erfahrung hat, vielleicht mit dem Thermomix, den TM6 jetzt vielleicht seit Weihnachten oder so erst kurz zu Hause hat, dann schaut da auch gerne mal rein. Ja, wie gesagt, neue Modi sind da. Da sieht man einfach auch wieder, wie der TM6 erweiterbar ist in allem. Also mit den Modi, glaube ich, ist noch sehr viel möglich. Ihr habt einfach immer wieder Neuigkeiten, die ihr bei mir erfahrt. Darum auch wirklich die abonnieren den Kanal, die Glocke aktivieren auf alle, damit ihr keine Videos, keine Infos, keine News mehr verpasst. Damit ihr immer am neuesten Stand seid und einfach kriegt von mir ja alles, was ich bekomme, bekommt ihr von mir als Infos weitergeleitet. Ja, bei Fragen bitte gerne einen Kommentar, sagt es mal gerne, wenn ihr denn schon den Vorwerkstyler gesehen habt, den Gemüsestyler, gerne eure Meinung dazu, was ihr von die Modi haltet. Ja, und ich freue mich aufs nächste Video, das ich für euch machen darf und wir sehen uns ganz bald wieder. Alles Liebe, tschüss! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all